Ben, hast du die Höhle von deiner Mama gefunden? Die mal abgeschnuffelt werden? Oh, machst du dir da ein kleines Nest? So, die Welpen erleben jetzt hier gerade zum ersten Mal Regen und nasses Gras. Gucken, wie sie das so finden. Der Ben hat hier gerade das Kauholz gefunden und lutscht es so ein bisschen an. Scheint spannend zu sein. Für die Welpen mal ein bisschen was Neues aufgebaut. Mal gucken, die Berta spielt schon damit. Ich habe da ein paar Bälle aufgehängt, das finden sie natürlich toll. Hier wird noch ein bisschen gegähnt. So, die Fien ist jetzt gerade in den Tunnel gegangen. Der erste guckt sich das mal an. Gucken, wer das ist. Das war die Bella. Und der Ben hat hier gerade die hängenden Sachen entdeckt. Bella schaut sich hier gerade den Regenschirm mal an. Und probiert den Donut aus. Ich habe hier gerade mal die Transportkiste fürs Auto von den Welpen aufgebaut. Und die Fine hat sich da direkt mal reingelegt. Sie knurrt jetzt hier gerade den Ben an, weil der was trinken will und sie nicht möchte. Jetzt verzieht sie sich. Schaut der Ben sich das Ganze mal an. Hier wird ein bisschen rumgetobt. Berta ist wieder ganz vorne mit dabei. Spielt jetzt hier gerade mit Bruno. Berta macht auch ein bisschen mit. Und der Ben läuft hier bei mir rum. Berta, vorsichtig! Jetzt hat sie den Bruno ein bisschen am Ohr gezogen. Da muss ich dann mal dazwischen gehen. Aber ansonsten dürfen sie ja gerne miteinander spielen. So, es war dem Bruno jetzt zu viel, der ist weggegangen. Bertha, vorsichtig! So ist fein. So ist es fein. Der Bruno sitzt jetzt da unten im kleinen Spielzeug. Bertha möchte gerne weitermachen. Ich muss halt gucken, dass es dem Kleinen nicht zu viel wird. Gell, Bertha? So ist es fein. Und die anderen beiden spielen da. Feine Bertha. Hey, du. Ich habe hier gerade die ganzen dreckigen Laken rausgenommen und der Bruno findet es ziemlich witzig, auf den rumzubuddeln. Der wühlt hier hin und her.
Macht die Bella auch noch ein bisschen mit? Die Bertha schaut sich das Ganze mal an. Die Welpen lieben übrigens diese Transportkiste. Die liegen jetzt fast nur noch da drin. Hier wird noch ein bisschen gespielt. Das ist der Ben und die Bella. Die Bertha guckt mal, was da los ist. Und der Bruno schläft schon hinten dran. Die Welpen sind jetzt hier gerade draußen im Garten. Und ich habe jetzt hier meinen Regenschirm. Den mache ich jetzt mal ein bisschen auf und zu. Ist ja auch so ein typisches Geräusch, was man im Alltag kennen muss als kleiner Hund. Erstmal einmal zu. So. Die Bella kurz einmal gezuckt. Aber das ist einfach ein paar Mal. Da hinten ist der Ben und der Bruno tapert da hinten im Gebüsch rum. Also sie zuckt ganz kurz, guckt sich das an und lässt sich nicht beirren. Also super Reaktion. Gucke ich mal, dass ich mal nochmal zum Bruno gehe. Da einmal gezuckt und das war's. Das Ganze nochmal. Keine Reaktion. Sind die Bella angerannt. Gucken, dass wir nochmal da hingehen. Passiert schon gar nichts. Ich habe mir jetzt mal meinen Föhn mit runtergebracht. Da werde ich jetzt mal testen, wie die Welpen auf das Geräusch reagieren. Den mache ich jetzt am Anfang einmal leise an. Und später werde ich dann auch nochmal den großen Hundeföhn dazu nehmen. Aber für den Anfang nehmen wir jetzt mal den hier. Und dann gucken wir mal. Der Einwelpe ist jetzt hier rechts neben mir. Das ist die Bella. Emily, hast du da den Bruno? Findet er deine Ohren spannend, ha? Huh?